Und da wären wir wieder bei Let's Play Starbound. Sieh dir den nice, sieh dir den Planeten an, der ist richtig nice. Und guck mal, wenn man die Pflanzen zerstört, rat mal, was man dann bekommt. Na? Was bekommt man da? Plant Fiber. Und die Viecher sind jetzt auch wow. Hauptsache, das Krokodil hat, kann mich mit seinen Avatar-Fähigkeiten wegwerfen. Bekommt kein Plant Fiber. Ja, nicht oder? Bei denen. Ich habe das Plant Fiber da schon gerade alles abgebaut. Läuft. Hier. Ich gehe rechts lang, ne? Geh du dann links rum. Kennt jemand von euch irgendwie komisch das Spiel, das komische Spiel, warte, Loadout? Nee, kenn ich nicht. Okay, ich guck mal weiter. Oh, Junge, dieses Vieh ist krank. Warframe, Death Run. Ja, ja, der hat sicher Avatar-Fähigkeiten. Jawohl, der ist down. Junge, der wiegt also voll scheiße zurück. Ich weiß, ich sag ja Avatar-Fähigkeiten. Bekloppt. Jawohl. Ich Plant Fiber, ganz dringend. Ja, ja, ich mache hier gerade die ganzen Sachen kaputt. Ich krieg hier gerade überall Plant Fiber. Oh Mann, der geht mega. Also wo kriegt man das? Einfach solche Pflanzen, die hier rumstehen. Nicht jede Pflanze gibt Plant Fiber, aber du musst einfach mit dem Schwert draufhauen. Dann kriegst du Plant Fiber. Einfach während du rumläufst, die ganze Zeit überschlagen. Ich hau mit dem Hammer drauf, was jeder macht. Ja, nicht gerade bei jeder. Trollo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 l. Tja. Das kann halt nicht jeder Plant Fiber kriegen. Ich frag jemanden in der Lobby bei PS4 von jemandem, ob du behindert klein bist. Geil, Alter, was für ein Glück muss man haben. Das ist für ein Wichser. Nice, eine Truhe. Ich bin tot. Mega viel Koffer auch. Muss ich erstmal anschreiben. Lol, vom ob du behindert klein. Das ist in der Kiste. In der Kiste ist eine Axt. Ob du behindert klein, ey. Nice. Kennst mal du das? Sehen, wie nee, ist nee. Die Axt so? Commander Krieger ist das, der Clan. Ja? Ja. Deswegen ja. Nice. Deswegen ist übelst Geld, Geld, dass ich den so treffe. Commander Krieger war eben so 20.000 brutto im Monat. Ja, ich weiß nicht, ob das, das ist nicht Commander Krieger, aber das ist zumindest einer von denen sein Clan. Das trifft man auch nicht alle Tage. Nee, nee, die Waffe ist nicht so gut. _193. Ich hab Cell Materia gefunden. Die nehmen dich eh nicht an. Ich habe auch schon die. Kennst du die Hamburger Youngstars? Die machen hauptsächlich FIFA-LPS. Ach so, ne, ne. Ja, ja, die haben auch. Ist das hier viel Silber? Die nehmen einen nicht an. Ja, ich hatte mal die Chance beim Dings, beim Hamburger Hänger reinzukommen. Hamburger Hänger? Ja. Alter, Alberto. Ja, da hätte ich sogar mal reinkommen können. Ich baue währenddessen hier einfach mal ab, während ihr euch über FIFA unterhaltet. Was hast du gesagt? Junge, das hat nichts mit FIFA zu tun. Kennst du nicht Alberto? Doch, ne? Willem, du kennst nicht Alberto. Ja, ich hab eine Kiste gefunden. Und der antwortet einfach nicht. Schnell, dein Albert at home. Kennst du das? Ja. Das ist mega nice. Guck den aber nicht, weil ich finde den nicht so geil, aber ich hätte mal bei denen in Clan reingekommen. Nice, hier haben wir noch Kohle. Ja, aber Albert und O, das, die machen das mal nicht mehr, aber das ist mega nice. Ich hab wieder Plant Fiber. Ich kannte auch ich einen, hab die ganze Zeit über Plant Fiber, ist richtig nice. Junge, die beschießen mich mit Popel da oben. Ja, Junge, jetzt lass dir mal ausreden, ja. Ja, also ich kannte auch einen, ich bin tot. Kontakt mit einem anderen Clan und der Clan war mit einem Apokalypto-Clan befreundet. Oder ist noch. Und das heißt? Naja, mit denen halt, war ich halt auch so. Den kannte ich halt und es war halt schon ziemlich geil, so mit Größeren zu reden. Geil. Ist schon ziemlich geil. Ich habe irgendwie immer manchmal so Glück. Bei sowas. Nice. Nice. Aber ich lasse mich da irgendwie nie pushen oder so, weil ich da keinen Bock drauf habe. Das ist behindert. Ich finde das nicht so geil zu pushen lassen. Ja, kannst ja trotzdem machen. Eigentlich mal. Ja, können die schon mal tun. Nein. Boah, wie ich gerade alles mit dem Hammer jetzt hammetzel. Die ganzen Pflanzen und so weiter, ja. Junge, Hauptsache die Viecher, die echt am meisten böse aussehen, sind nicht so friedlich. Ja, ja. Ja, jetzt kann ich mir jetzt viele Bandagen machen. Kind. Ich habe jetzt 58 Bandagen. Junge, ich habe 10. Ja, wenn man es nicht kann. Junge, du bist so ein Angeber in letzter Zeit.
Ah ja. Läuft. Mir reicht 16. Hat voll die Kohle ans Gesicht gespritzt. Oh Junge, wie haut der denn weg? Behindert dieser Frosch immer aussieht, ohne Scheiß. Okay, komm, komm, ich den kriege ich, ja. Schick. Mach mal eine kleine. Noch eine Kiste. Oh, ein Haus. Ja, das war die von gerade. Nice. Vielleicht eine Stadt. Nice, kann sein. Ich bin ein Elviendorf, ey, die sind so süß. Egal, ich schlachte sie ab, auch wenn es meinesgleichen sind, aber egal. Nein, die schlachte ich nicht ab, die sind zu süß, ja. Für wann sind die Folgen jetzt? Wann kommen die da ungefähr raus? Heute ginge noch möglicherweise. Also die erste Folge, die wir heute aufgenommen haben, die so, könnte ja heute auf jeden Fall noch rauskommen. Lol. Heute? Ja, klar. Wann willst du das machen? Keine Ahnung, Junge, wir haben so viel Zeit. Zufällig. Ja, Junge, hast du mal auf Uhr geguckt? Wir haben schon 5:30. Hast du mal auf die Uhr geguckt? Guck mal aufs Tacho. Und ich brauche ja nicht lange, um eine Folge hochzukriegen. Tschö. Wir können auch um halb sieben aufhören mit Starbound, dann haben wir auch genug Folgen, dann kannst du noch eine Folge raushauen. Können wir auch machen. Lass es doch so machen. Ja, okay. Okay, das heißt, haben wir noch 2 Stunden. Boah, diese Viecher, die sind echt derbe. Stell mal laut deine noch so eins. Jetzt hab ich einen Ohrwurm. Ja. Oh, Double Jump. Ich liebe Double Jump. Ja, ja, das ist richtig geil. Vor ich allem, selbst wenn du Schock irgendwo aus einer großen Höhe runterfällst. Ah, jetzt krieg ich auch Plant-Fiber. Nice. Mm. Auch wenn du aus einer großen Höhe runterfällst, dann kannst du mit Double Jump dein... Oh, Alter. Alter, ich schieße mega viel Kohle übrigens. Ne? Der Planet. Nice. Oh shit, Junge, wie haut das denn? Nein! Scheiße, da kommen die Vögel. Hitchcock, Junge, Hitchcock. Junge. Die kommen. Die kommen, um dich zu holen. Wow. Lass mich in Ruhe. Tja, mach den fertig. Tja, die kriegen mich nicht. Ich hab so unnötige Deko einfach nur hier drin. Ja, Mann, hier haben wir auch noch Kohle. Ich hab viel von meiner Deko einfach in mein Raumschiff reingetan. Ist auch besser. Ist ja auch. Ja, sollte jetzt gerade nicht ironisch sein. Ja, bei dir kann man es nie, weiß man nie. Ja, aber bei dir. Mit deinem ständigen Nö und so. Nö. Genau das. Machst du mir da gleich die Spitzhacke? Ja, kann ich machen. Hm. Hm. Junge, was war das? Das war ein sanfter Rotzer. Kannst auch ruhig richtig rauslassen, wir schämen uns dafür nicht. Wir rübsen immer ein. Wow, was ist das denn für ein Viech? Junge, das ist mega, Alter! Mach es doch einfach fertig, oder bist du zu schlecht? Junge, der zockt dir mit einem Schlag dein ganzes Leben ab. Und? Zockst du dir mit 2, 3, 4, 5 Schlägen? Musst du dich eben nicht treffen lassen. Mit 2, 3, 4, 5 Schlägen, ja, das hättest du wohl gern. Das ist eben der Beta-Sektor. Wow, ich glaube, sah der aus wie so ein roter Teddy oder sowas? Nein, aber die teilen sich ja auch ganz gut aus. Ich habe einen umgebracht. Ich habe ihn umgebracht, weißt du noch? Ja, ja. Was ist das denn für Viecher? Oh, was ist das? What? Alter. Sagt jemand von euch zufälligerweise Clash of Clans? Nope. Nein. Läuft bei euch. Worum geht's in diesem Scheiß? Das ist fürs Handy in Spielen. Ach so, ja, ja. Ah, ja, kennt ihr? Ja, ich kenne es. Das hat so. Ey, Junge! Fickt euch! So halt Strategie. Fickt euch! Ich bin nichts! Hui! Ey! Oh. Dave auf Hochtouren! Spielst du halt so krass das Spiel? Fickt euch! Okay, dann kommt zum Spawn! Ich warte dann beim Spawn auf dich, dann lass gemeinsam in eine Richtung gehen, ist besser.
Nice, aber man kriegt ja richtig schön viel Pixel. Oh, komm schnell, dann kann ich eine Bombe bei denen reinwerfen. Ich werf da jetzt einfach so eine Bombe rein. Nein, Junge, was war das denn für ein Hurenwurf? Ich bin da. Hurenwurf. Scheiße, ich habe keinen einzigen von denen getroffen. Hier. Yeah. Junge. Müsste jetzt eigentlich nicht überlaufen. Aber das Flash of Glenn ist wirklich richtig geil. Was? Lohnt sich richtig. Ich hab eine Harded Monster Plate gefunden. Gut, die brauchen wir noch. Komm. Was ist das? Die brauchst du für irgendwelche Sachen, jetzt komm. Was ist Zellmaterial? Keine Ahnung, das ist unnötig. Jetzt komm! Ja, Junge, warte, ich muss neue Fackeln machen, du Sack. Tschö. Tschö. Okay. Alter, der Junge. Was? Da ist ja gerade dieser geile Planet. Ja, ja, geil. Mega nice sieht das aus. Ich weiß. Alter, ich weiß nicht. Starbound ist einfach nur so ein Spiel, wo man einfach nur so richtig runterkommen kann. Und auch wieder hochkommen kann. Ja, je nachdem, aber. Ich würde dir auf jeden Fall. Sag mal, wie heißt du eigentlich in echt? Ich? Ja, ja. Nice, siehst du, ich brauche keine Fackeln, ich muss nur ein Viech mit meiner Waffe treffen. Wenn du sie nicht öffentlich sagen willst, musst du es nicht. Achso, öffentlich, ja, das ist ja kein öffentlich. Gut, öffentlich sage ich nicht, sag's euch dann. Okay. Ich bin gerade aufgefallen. Ich bin tot. Hast du das gesehen? Okay, also, ich lebe noch. Ja, das Death Machine weiß Bescheid, ne? Jo. Ja, es liegt meistens so da dran, ich weiß auch nicht, wie ich auf den Namen kam, irgendwie. Ich bin meine PS3. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf unseren Namen gekommen sind. Doch. Ja, bei mir war es so, wo ich meine PS3 geholt hatte, und die dann angeschlossen hatte, hab ich dann so einen Kumpel gefragt, wie ich mich nun nennen will. Da hat mir dann irgendwie kein Name eingefallen. Wow, Junge, wurde ich weggeschlagen. Da ich mir den schnell ausgedacht und dann bei YouTube brauchte ich dann halt noch einen Namen und da ich irgendwie noch nicht so erfahren war mit YouTube, habe ich mich dann einfach LP genannt, weil so jeder fast hieß, den ich kannte irgendwie von YouTube. War fast gar kein und ich bin auch tot, aber ich habe ihn mitgenommen. Lass ihn doch ausreden. Auf jeden Fall, man, sehe ich auch so. Jo. Ach. Er ist auch schon. So, installieren, jo. Ich kann dir sagen, wie wir auf unseren Namen gekommen sind. Wie? Das ist auch für euch da draußen interessant, ja. Ja, ist das. Ja, wir waren bei Ikea oder sonst wo. Wir waren bei Ikea? Ja, ja. Und dann haben wir da was gegessen und dann haut Philipp auf den Tisch und schreit Tischgüss. Stimmt! Und aus Tischgüss wurde aus irgendeinem Grund Hellebiskus. Ja, und da, so war der Name geboren. Ja, ja. Ey, Junge! Und der Dev ist gekackt. Nein, ich bin immer noch im Schiff. Ich suche gerade unseren alten Planeten. Ich hab mir gerade Sweet Home 3D runtergeladen. Der heißt Alpha Cuban 2295 IV, aber ich finde das scheiß IV nicht. So, jetzt habe ich das mal fett. Das runtergeladen, geil. Hast du ihn? Hier ist ich hab mir gerade Sweet Home 3D runtergeladen. Da kann man so sein eigenes Zimmer, also sein eigenes Haus erstellen und. Ich muss mal ganz halt kurz gucken. Kann man halt so zum Beispiel jetzt ein Gaming Room für sich machen oder so, das sieht irgendwie geil aus, dann so kannst du halt alles selber hinstellen, wo du es willst und so, so ein 3D. Nice. Ich glaube, Sarah zahlt jetzt vielleicht was Neues. Ja? Never. Junge, geht der mittendrin auf Sarahza. Ich hab mir vielleicht überlegt, ein Speedout davon zu machen, wie ich so ein Zimmer erstelle, so ein lustiges. So ein Gaming-Zimmer. Mach das doch. Ich muss bloß noch rausfinden, wie ich das dann beschleunige. Also, dass es halt doppelte Geschwindigkeit läuft. Oder dreifache oder so. Ja, Scopes. Daneben stellen wir auf jeden Fall erstmal fetten Kamin neben die Klotze. Jo, läuft auf jeden Fall. Ui! Komm, da stellen wir gleich noch einen daneben, so ein bisschen angeben. Ja, das sieht schon wieder beschissen aus, Mann. Nice, das müssen wir löschen. So, was also, ich habe jetzt 80 Bandagen.
Oh, was im Ohr, Mann. Ja, und da meldet sich der Timer. Also, danke, dass ihr reingeschaut habt und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Starbound. Jo. Ciao, Leute.